Soldat Anton ist stolz und erleichtert. Er und seine Kameraden konnten die Stadt Izium befreien. Sollten die russischen Truppen erneut angreifen, wird Anton die Stadt verteidigen. Dafür und für weitere Gegenoffensiven wünscht sich der Soldat mehr Unterstützung von Deutschland. Leopard-Panzer werden uns helfen, schneller gegen die russischen Truppen zu gewinnen und werden unsere Verluste reduzieren. Wir brauchen diese Panzer nicht, um damit zu töten. Wir brauchen sie, um schneller zu gewinnen und um mehr Leben zu retten. Dass Deutschland sich weigert, genau diese Panzer in die Ukraine zu schicken, kann der Soldat nicht nachvollziehen. Für ihn ist es ganz einfach. Herr Scholz muss sich für das Gute und gegen das Böse entscheiden. Von den Besatzern finden wir nun diese Hinterlassenschaften in der Stadt. Russische Panzer, Waffen, Munition und von all dem ziemlich viel. Dieser Soldat hatte etwas anderes erwartet. Wir dachten, wir werden kämpfen müssen. Stattdessen haben die russischen Truppen all das hier einfach stehen und liegen gelassen. Und damit haben die Angreifer den ukrainischen Truppen einen Dienst erwiesen. Dieser Panzer hier ist noch einigermaßen intakt. Und das bedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte Teile ausbauen können, die sie dann wiederverwenden. Es ist eine Spende, sagt dieser Soldat. Und meint damit den russischen Panzer. Von den ukrainischen Streitkräften hören wir, mit einer Mischung aus Verbitterung und Schadenfreude, die russischen Truppen hätten ihnen mehr Waffen überlassen als ihre westlichen Unterstützer. Vor einem zerstörten Gebäude treffen wir Soldat Nazar und seine Kameraden. Sie posieren stolz mit ihren Waffen für unsere Kamera. Aber Nazar betont, dass die ukrainische Armee mehr Hilfe aus dem Westen braucht. Wir kämpfen hier mit weniger Schlagkraft. All das hier wird dank unserer Soldaten erreicht, dank ihrer Motivation, weil sie wissen, für was sie kämpfen, für ihr Zuhause, für ihre Eltern, für ihre Kinder und Familien. Der Soldat wünscht sich für diesen Kampf unter anderem mehr Artilleriegeschütze, die er auch deutsch für diesen Kampf unter anderem mehr Artilleriegeschütze, die er auch Deutschland liefert. Aber trotzdem habe die ukrainische Armee nicht genug davon, sagt Nazar. Wir brauchen Waffen, Waffen und nochmals Waffen. Noch können sich die Soldaten hier über den Erfolg der Gegenoffensive in der Region freuen. Aber die Männer wissen auch, sie müssen jederzeit mit erneuten Angriffen rechnen. Ihr Land ist noch lange nicht zurückerobert.